Straubing empfängt Krefeld am 17. Spieltag in der deutschen Eishockey-Liga. Die Tigers hatten am Freitag in Schwenningen nach zuvor 5 Niederlagen in Folge endlich mal wieder gewonnen. Tom Pokel und Co. einen 5:2 Auswärtssieg einfahren können. Nur zu Hause, da klappt es bislang noch nicht so gut in der Saison. Braden Reed und die Krefeld Pinguine 2 Siege am Stück. 2x3:2, zuletzt gegen Köln und Düsseldorf. Das erste Drittel. Powerplay Straubing, aber Konterchance Krefeld. 2:1 mit Lefebvre auf Miller und der Führung für die Pinguine. Ein Shorthander für Tim Miller an alter Wirkungsstätte. Sein erstes Saisontor. Klasse vorbereitet vom kanadischen Verteidiger. Beide Mannschaften legten den Fokus vor allen Dingen auf die Defensive. Von daher waren Tormöglichkeiten eher rar gesät. Beide Mannschaften arbeiteten vor allen Dingen vor dem eigenen Tor ganz gut. Dann aber die 10. Minute. Stefan Leubel mit viel Tempo rum ums Tor. Und dann Jeremy Williams im Nachfassen mit dem Ausgleich. Straubings Top-Torjäger mit seinem 9. Saisontor. Petzold kann die Scheibe nicht sicherstellen. Connolly setzt nach und dann ist es letztendlich Jeremy Williams mit dem 1:1. Das auch der Stand nach 20 Minuten. Das zweite Drittel gestaltete sich ähnlich wie das erste. Kaum Schüsse aufs Tor, immer wieder blieben Scheiben hängen. Dann aber kurz vor Ende des zweiten Drittels eine 2:1 Chance für Krefeld. Und Chad Costello lässt sich das nicht nehmen. 6. Saisontor für den Neuzugang aus Iserlohn auf Vorarbeit von Daniel Pietza. Ein 2:1 plötzlich von der blauen Linie abwärts. Wie schon das 1:0 im ersten Drittel, also aus einem 2:1 entstanden. Keine Abwehrchance für Jeff Zetkov. Und somit Krefeld mit dem Vorteil nach 40 Minuten. Das Schlussdrittel. Und Straubing wusste, es musste mehr gehen in Richtung gegnerisches Tor. Sonst wird das wohl nichts. Die 48. Minute. Pfleger bringt den Puck zur Mitte. Petzold im Duell mit Mullerath. Die Scheibe rutscht raus, kommt dann zu Brand. Der haut das Ding an die Bande. Der Puck springt Richtung Tor und dann von den Schlittschuhen von Petzold ins Tor. Ein kurioser Treffer zum 2:2. Nochmal. Mullerath wird da auf Petzold hinaufgeschoben. Der verliert dabei seinen Schläger, diskutiert dann mit den Schiedsrichtern und hört auf zu spielen und sieht dann richtig dumm aus, weil der Puck eben von der Bande an seine Schlittschuhe springt und von da aus ins Tor geht. 2:2 auf kuriose Art und Weise. Das Tor geht letztendlich an Marcel Brandt. Und nach diesem Ausgleichstor Straubing am Drücker mit etlichen großen Möglichkeiten. So wie hier, Lagagnier scheitert an Petzold und dann Mjolnok und wieder Petzold, der zwar beim 2:2 nicht so gut aussah, dafür dann aber in der Schlussphase sein Team den Extrapunkt erst einmal sicherte, den einen Punkt, denn den hatten sie sicher nach dem 2:2, nach 60 Minuten. Es ging in die Overtime und auch da Straubing mit den besseren Möglichkeiten, Mitchell Hurt mit einem Alleingang, aber eher nicht in der Lage, das Spiel für die Tigers zu entscheiden. Immer wieder Petzold mit einer Antwort und somit ging es ins Shootout. Zum ersten Mal für beide Teams in dieser Saison und dort nur ein Treffer, nämlich dieser hier, Matthias Tretinis mit dem entscheidenden Tor zugunsten der Krefeld Pinguine, die damit zum dritten Mal in Folge mit 3:2 gewinnen. Freut uns, dass wir den Sieg heute geholt haben vor der Pause. Man gibt uns ein gutes Gefühl, jetzt in die Pause zu gehen. Ja, wir haben von Anfang an, sagen wir ganz ehrlich, schlecht gespielt. Wir sind gar nicht ins Spiel gekommen. Und zum Schluss haben wir noch gute Chancen gehabt, aber das haben wir nicht in der letzten Minute oder die letzten 5 Minuten versäumt, das Spiel zum Gewinner, sondern von Anfang an. Straubing jetzt mit 6 Niederlagen aus den letzten 7 Spielen, während Krefeld auf Platz 7 in die Deutschland-Cup-Pause geht.